Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch den Teil der Silbermünzen zeigen, den ich mir von diesem ganzen Posten gekauft habe. Nur ein, ich sag mal, kleinerer Teil. Und los geht es mit Mexiko mit 8 Realstücken. Davon gibt es gefühlt 100.000 verschiedene. Das hängt ab hier unten von diesen Buchstaben und von diesen Buchstaben. Und da haben wir hier einmal 1881 GUSB. Alle noch in einer wirklich schönen Erhaltung. Dann 1884 MUMH. Und 1885 GURR. Drei sehr schöne 8 Realstücke, meine ersten wohlgemerkt, und im Spezialkatalog füllen nur diese Münzen ganze 13 Seiten, also nicht gerade wenig. Und wenn ich Spezialkatalog sage, dann meine ich den Coins and Prizes Katalog für die Münzen aus Nordamerika. Dann haben wir hier einen Peso, auch aus Mexiko von 1909, MUGV. Auch da gibt es noch ein paar Varianten mit den Buchstaben. Und auch dieser in einer wunderschönen Erhaltung. Kommen wir jetzt zu etwas moderneren Zeiten. 5 Pesos von 1948. Dann haben wir 5 Pesos von 1953. Dabei stehen immer die Gewichts- und Feingehaltangabe des Silbers mit dazu. 5 Pesos von 1955. Dann eine 1-Peso-Münze von 1962 kann man fast nicht mehr als Silber bezeichnen, mit einem Silbergehalt von sage und schreibe 100er Silber und einem Feingewicht, Silberfeingewicht von 1,6 Gramm. Dann 10 Pesos von 1960. Dann eine schöne Unze von 1980 als Medaille. Wenn man so will, könnte man diese Medaille als den Vorläufer des Libertats bezeichnen. Eine Unze Feinsilber, 925er Silber, 33,625 Gramm. Außerdem habe ich mir auch von den Libertats einen mitgenommen von 1983. Der quasi doppelt dabei war. Dann aus Panama ein halber Balboa von 1962 in Silber, nicht die spätere Kupfer-Nickel-Variante. Ein Balboa in Silber von 1966. Mit einem ähnlichen Design, aber gehört nicht mehr zu dieser Ausgabe dazu, sondern ist im Katalog separat gelistet. Aus den USA 25 Cent ein Quarter Dollar von 1930. Nochmal aus den USA eine, ich denke, relativ bekannte Münze, ein halber Dollar von 80er Jahren, ich sage euch das sofort oder auch nicht, doch 1982, genau so ist es.
Dann aus Österreich, ups, ganz kurz Position wechseln, aus Österreich 2 Kronen von 1913. Aus der Tschechoslowakei 25 Kronen von 1970. Dann habe ich noch 3 schöne Kleinmünzen aus Italien, aus dem Kirchenstaat Italien, 10 Soldi von 1867. Mit Papst Pius dem 9. aus Preußen 6 Einthaler von 1862. Dann eine sehr schöne sächsische Münze, ein Zwölfteltaler von 1790. Und zu guter Letzt nochmal nach Mexiko mit einer privaten Ausgabe, einem Peso, der mit einem Gegenstempel bearbeitet wurde, zum Papstbesuch 1979 mit einer Auflage von nur 1979 Stück, allerdings eine private Ausgabe. Es gab Zeiten, oder es muss Zeiten gegeben haben, wo Münzen mit Gegenständen relativ beliebt waren. Ich habe das schon aus den USA und auch aus Kanada gesehen. Teilweise werden diese auch für viel Geld angeboten. Aber ob es da einen Markt noch dafür gibt, ist mir persönlich nicht bekannt. Diese Ausgabe hier habe ich für 15 bis 30 Euro im Netz gesehen. Wobei auch da ist fraglich, ob sich da wirklich Käufer für finden oder ob das nur Angebotspreise sind. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich denke auch mal wieder was Schönes auf meinem Kanal. Viel Silber und gerade die ersten 4 Münzen wirklich schöne Stücke meiner Meinung nach. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.